14. Wie alt ist man denn mit 14? Da kann Balu Telly, Telly, Telly. Den hier habe ich in Tischtennis wegrasiert. Gibt's da, der ist richtig brutal, ich weiß. Aber er ist verletzt momentan, ne? Er ist momentan einfach verletzt. Er ist so gut. Digga, 600.000 Aufrufe. Ich habe den Mann so nackig gemacht im Tischtennis. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, Freunde. Es war vor 2 Jahren, Nike-Event, Kurzform. Ich habe alle im Tischtennis wegrasiert. Jeder von denen ist Profis geworden. Jeder von denen ist Profi geworden. Alle nackig gemacht. Dann kam der Typ an mit schlechtem Englisch auf Ungarisch. We play, we play. Ich meinte, komm, gern die Platte. Und laber mich nicht zu voll mit dem schlechten Englisch. Habe ich dir meine Vorhand-Skills gezeigt. Erstmal so ein paar Bälle einspielen. Habe so zack, zack, zack. Hab gesehen, naja, zu groß. Also ich bin nicht hier, um Freunde zu finden. Ich habe den Mann so nackig gezogen. Ich glaube, so nackig gemacht. Ich glaube, der Mann hat bis heute keine Kelle mehr angehabt. Was laber ich dir gerade? Hat seit dem heutigen Tag keine Kelle mehr angefasst. Oh, nicht da. Der war so, ich hab den, Freunde, ich hab so ausgelacht, da haben ihn da alle mit dem Zeigefinger, weil ich mit Rückhand peitsche. Vorhand. Gezogen. Spin. So verrückte Sachen habe ich mit denen gemacht. Ich habe ihn auseinandergenommen. Ich habe dagegen niemanden verloren. Karriere zu machen. Die wären fast, Freunde, die wollten alle nicht mehr, die wollten alle gehen. Haben ihre Karriere hinterfragt. Und er ist mal ein Opfer von mir gewesen. Habe ich kein Foto davon, Mann? Das war vor 2,5 Jahren oder so. Ist Nick Voldemort im Chat? Ist der Mann im Chat? Er war nämlich auch da. Er war auch da an dem Tag. Habe ich die alle nackig gemacht? Welche Profis waren da? Es waren da Nick Voltemade, es gab einen, der bei Bayern ist, der sich dann verletzt hat im DFB-Pokal. Er war da. Jemand von Dortmund, Ali Bakir, heißt er so? Ali Bakir. Aydemi war, glaube ich, auch da. Bakir, ja. Also es waren, ich glaube wirklich, Real Talk, es sind fast alle Profi geworden. Das war vor 2 Jahren. Die waren alle in der B- oder A-Jugend. Das waren diese krassen, das war so ein Nike-Event. Jeder, die besten Spieler Deutschlands, die einen Nike-Vertrag hatten, so in der Art, oder kommenden Spieler, so. Ich bin Supporter. Der ist so krass, Chat. Der ist auch schon richtig lange Profi. Der hat schon Champions League oder Euro League gespielt gehabt vor 2,5 Jahren, wo ich ihn gesehen habe. Der war auch der coolste da so. Der hat immer zu groß. Geh an die Platte und laber mich nicht voll. Geh an die Platte und laber mich nicht voll. Quatsch, liegt er. Man darf aber nicht vergessen, der Mann hat in Österreich gespielt. Das ist das Niveau vielleicht auch nicht so, aber er hat Red Bull Salzburg, Freunde, das ist eine Truppe, ich sag dir ehrlich. So, er hat einfach die 10 bei seiner Nationaltruppe. Aber Salzburg ist ja übertrieben krass. So, die spielen ja, die halten ja in der Champions League auch mit. Sag mal seinen Namen. Djoboslai. Nicht so schlecht. Dome Djoboslai. Ich würde so krass interessieren, was man so, wie das sein muss. Und da? Wie das so sein muss als junger Profi, wenn du so richtig so einen Berg auf, so jetzt Florian Würz zum Beispiel. Digga, wie krass ist er? Also wenn Leipzig den nicht spielen lässt, dann sind das Knechte. Dann erholt ihn doch nicht. Dann lass ihn auch spielen, so ein Talent, Digga. Hilfe. Was ist das denn für eine Maschine, Chat? Leipzig hat den geholt. Weiß einer, wie viel Leipzig den bezahlt hat? Schusstechnik von denen ist krass. Hilfe. 25 Millionen Schnäppchen. Ich sag euch ganz ehrlich, Schnäppchen. Das ist so ein kranker Spieler. Guck mal hier gegen Atletico, was denn? Der hat eine richtig geile Schusstechnik. Eieiei. Bisschen wie Edi Geller. Digga, was hat der für einen Schuss, Chat? Der hat Leipzig gar nichts gekostet, aber die müssen irgendwann 25 Millionen, oder? Oha, ole. Geil. Jetzt 1 gegen 1. Sag mir bitte nicht, der geht auch rein. Digga, der hat einen richtigen Humpen.
Der hat einen richtigen Humpen. Steck ihn durch. Ich muss nur mal fragen, wie der war. Ja, ist der, ne? Also bin ich im Tanzverein, steh auf, Großer. Der ist verletzt. Was hat? Weiß man, was er hat? Der tritt ja auch die Elber und so. Aber Salzburg hat generell eine krass junge Mannschaft. Salzburg so ein geiler Verein, Freunde. Ich sage euch ehrlich, also es ist nicht so, dass ich mir jeden Spiel angucke. Aber die haben so krasse Spieler. Salzburg ist von Leipzig so eine Art Ausbildung. Die würgen sich gegenseitig ein. Also, ja, ich weiß, da gehen ja übertrieben viele rüber. Ne? Upamecano, dann dieser Mittelfeldspieler, dieser Haider. Gab ja richtig viele, ne? Ich habe bestimmt drei jetzt vergessen. Sabitzer auch. Gulagi, Leimer, Hangen, ja, dieser Stürmer. Drei vergessen, aber das sind mittlerweile 25. Ich rede ja von denen, die zu Leipzig gegangen sind, Mann. Ich weiß, dass die 1000 Stück haben. Ich wusste, dass er gut ist, Chat, aber der macht ja hier voll. Also, der hat ja richtig geile Bälle so und geile. Der ist ja richtig krank. Anzeige in 2, 1, Werbung. Das ist das neue Google-Form. Das ist das neue Google-Form. Das ist nicht geil. Boah, noch mit Fans, ey. Wie alt ist denn der Mann? 20. Transfermarkt? 25 Millionen. Junge, haben die einen? Was ist das denn? Guck mal hier, 200.000. Hier habe ich den Mann ungefähr kennengelernt. 14.06.2018. Und hier habe ich den Mann eingeschult. Ich sage euch so, wie es ist. Der Mann wusste nicht mehr, wo oben und unten ist. So ein guter Transfer von Leipzig. Ich sage euch so, wie es ist. Wegen schwächerer Liga, ja. Okay, das stimmt. Und da. Achso. Meinst du, er erinnert sich noch an dich? Digga, der wird mich nie wieder vergessen. Der wird jedes Mal, wenn er eine Tischtennisplatte sieht, wird er da erstmal an mich denken und wird einen Bogen um die Tischtennisplatte machen. Wusste nicht, wo und das ist. Chat. Dann hat sie gesagt, ja, hätte ich eine bessere Kelle. Ich habe zu Hause 5-Sterne-Kelle, hätte ich gewonnen. Ich meine, ja. Wirklich jetzt, ich glaube 11-3 oder so. Zack, zack, abgefertigt. Ich meinte, wo ist der nächste? Langer, hier, Nick Woltemade. Ich meine, ich komme ran, Langer. Hab ich alle auseinandergenommen. Kian Suri, danke schön für deinen Sub. Eigentlich hat er dich abgezogen. Ich schwöre, ich hab den richtig krass geknallt. In Tischtennis. Und da. Wusel, danke schön für deinen Sub. Mason Mount auch gut, ja, normal, Freunde. Aber die englischen Spieler, Freunde, sag ich ehrlich. Also auch so Jones zum Beispiel, ne? Phil Foden meine ich. 60 Millionen, Chat. England hat auch so krasse Rasierer. Der ist auch ein absolutes Brett, ne? England hat generell so ein paar, wo du sagst, die könnten, das sag ich ehrlich, England könnte Weltmeister werden 2026. Safe. Was die für krasse Spieler haben, Freunde, England. Junge, wie geldgeil seid ihr denn hier, Werbeanzeigen wieder? Die Regel ist, alles unter 10 Minuten, maximal 3. Und da muss es schon echt geiles Video sein. Ab 12 Minuten darfst du viermal Werbung machen. Unausgesprochenes Gesetz. Hier, Noah, was denn? Greenwood auch, ja. Greenwood, Bellingham, Foden, auch Musiala, Freunde. Was glaubt ihr, was Musiala in 5 Jahren da veranstalten wird? Digga, Musiala in 5 Jahren, kann sein, dass der bis dahin, weiß ich nicht. Revinator, ja, aber es kann sein, dass er für Deutschland spielt, ich weiß. Kann sein, dass der Mann für Deutschland spielt, aber ich glaube, er wird für England spielen, habe ich irgendwie im Urin.
Musiala kommt zum DFB, sagst du. Sancho auch. Sancho. Ne, er ist noch nicht safe, dass er für Deutschland spielt. Deutschland oder England? Aber ich habe irgendwie im Gefühl, ich glaube, er spielt für England. Rashford, stimmt. Digga. Rashford, Greenwood, Unita. Foden und die scheiße Abwehrspieler, da gibt es ja auch ein paar, die richtig brutal sind. Zakaria, Adeyemi, auch ein super Talent, ja. Ist er deutscher Chat? Ja, ne? Pope, Tomori, Joe Gomez, Bellingham, das ist ganz, Freunde, ich glaube, dass England richtig zerreißen wird. Auch Frankreich. Frankreich und England ist momentan echt immer sehr gut. Ich glaube auch Niederlande auch brutal. Deutschland hat aber auch ein paar sehr gute Dinge, aber Deutschland kann irgendwie die spielen, weiß ich nicht. Spanien finde ich ein bisschen lost, so im Vergleich zu früher. Harry Maguire. Stones ist auch nicht so alt, ne? Musiala Chat, er ist so krass. Aber wir haben uns schon mal ein Video angeguckt. Everything has changed. Every day.